Es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, dass unsere Bundesregierung einmalig ist. Dieser Meinung konnte sich Naziste noch nie anschließen. Wir haben vor ein paar Monaten deswegen gefragt, gibt es Doppelgänger irgendwelcher Kabinettsmitglieder? Das Ergebnis kurz gefasst, unseren Bundeskanzler macht uns so schnell niemand nach. Aber mehr als die Hälfte der Zuschriften sagten, wir sehen genauso aus wie unser Bundesminister für Arbeit und Soziales, Dr. Norbert Blüm. Als dann die Probe aufs Exempel. Hier sind unsere doppelten Blüms. Guten Abend. Als ich Sie heute Nachmittag das erste Mal gesehen habe, das war durchaus beeindruckend. Leiden Sie denn unter Ihrer sozusagen Pseudopopularität oder ist Ihnen das ganz recht? Ja, früher war es schön. Da haben die Leute mich immer so freundlich gegrüßt. Aber jetzt in den letzten Jahren, da sind sie ein bisschen böse. Sie haben, glaube ich, sogar schon mal versucht, unseren Arbeitsminister zu treffen oder zu sprechen. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und habe auch nach 3 Wochen Antwort erhalten sogar von ihm. Habe den Brief noch bei mir. Haben Sie geklagt oder gejammert oder waren Sie ein bisschen stolz? Nein, ich war eigentlich ein bisschen stolz. Und Sie, also die Brille macht Ihnen so schnell auch keiner nach. Ja, ich bin schon angesprochen worden, ob ich der Bruder von Blüm bin. Achso, wäre auch ein hartes Schicksal, ne? Oder? Na ja. Würden Sie von diesem Mann denn einen Gebrauchtwagen kaufen? Das ist immer die klassische Politikerfrage. Ja, jederzeit. Jederzeit? Ja. Gut, vielleicht verkauft er Ihnen einen. Die besten Doppelgänger Norbert Blüms, werden Sie oft mit ihm verwechselt? Sehr oft, im Tag 3-mal. 3-mal? Ja. Und was sagen die Leute dann zu Ihnen in erster Linie? Ja, jetzt gibt es eine Belästigung. Wegen der Gesundheitsreform? Ja, ja. Tatsächlich? Ja. Und sagen Sie mal, ich bin's nicht, nein, halt. Ja, manchmal macht man mit und dann ist man auch also mal böse. Achso, Sie spielen dann richtig mal den Blüm und sagen... Ja, habe ich auch schon gemacht. Und verteidigen den Mann dann? Jawohl, jawohl. Und haben den Kürzeren gezogen oder sich durchgesetzt? Manchmal. Ich habe auch schon Schläge angedroht bekommen. Also können Sie so richtig sagen, die Renten sind sicher? Ja. Kriegen Sie? Nein, das kann ich nicht mehr sagen. Wie ist das bei Ihnen optisch? Da habe ich so den Eindruck, als wenn Rupert Scholz auch noch mitgemendelt hätte. Das habe ich heute auch schon gehört. Tatsächlich? Ja. Ja, also doch, irgendwie so vom Profil her. Sie sind irgendwie ein Kind des Bonner Kabinetts. Ja, scheint zu sein. Nicht? Also. Regen Sie sich diesen Mann an. Er hat die Nummer 5, weil Sie stimmen ja nachher per TET ab. Bei Ihnen ist auch der richtige Blümbauch. Ist auch vorhanden, ne? Ja, schön, prima, nicht? Aber Sie können gut damit leben. Sehr gut sogar. Bis jetzt noch. Würden Sie den Mann wählen, wenn er Nordrhein-Westfalen Spitzenkandidat wäre? Wen sollte ich sonst wählen? Oh, es gibt auch andere. Johannes Rau zum Beispiel. Wir wissen noch nicht mal, ob er überhaupt antritt in Nordrhein-Westfalen. So ist die Sache, das weiß ich genau. Gibt es noch andere. Gut. Jetzt von den Fälschungen zum Original. Bei uns in Naziste Dr. Norbert Blüm. Sie sind es gewöhnt in letzter Zeit. Früher war, also kann mich erinnern, ist der Beifall immer gebrandet. In letzter Zeit, zumindest vereinzelte Pfiffe und dann doch, erstirbt der Beifall. Ich stelle mir Sie als einen sehr harmoniebedürftigen Menschen vor. Tut Ihnen das weh? Ach, man muss unabhängig werden von Beifall und Pfiffen. Ich finde das ein gutes Training. Für Unabhängigkeit. Auf der anderen Seite muss einem das nicht zu denken geben, wenn doch die Mehrzahl der Leute jetzt sagt, der Blüm, das ist keiner von uns mehr. Ach, wer hat schon gern, das muss ich zugeben, das hat jeder lieber, wenn er Zustimmung findet, als Ablehnung. Das ist eigentlich ganz menschlich. Fühlen Sie sich so ein bisschen als der Haut den Lukas der Bundesregierung? Nein, man muss das Notwendige machen und das Notwendige ist nicht immer populär. Wenn man nur das Populäre macht, Gott, dann werden alle Zukunftsprobleme liegen. Auf der anderen Seite werden Sie ja nicht nur von den Menschen, beispielsweise jetzt hier, im Stich gelassen, sondern da haben wir eine SPD, da haben wir Gewerkschaften, da haben wir Unternehmer, da haben wir die Pharmalobby, da haben wir die Krankenkassen, da haben wir also so viele Leute und Gremien, die im Grunde unisono sagen, also da hat er irgendwie einen Schmarrn gemacht. Gibt Ihnen das nicht zu denken, dass Sie dann sagen, vielleicht muss ich anders machen? Wissen, das geht immer so. Sparen wollen alle. Alle sagen, es geht nicht so weiter, das System muss umgestellt werden. Und jeder macht Sparvorschläge, was die anderen machen sollen. Ich meine, das ist heiliger Florian. Schütz unser Haus, steckt das des Nachbarn. Und der heilige Florian hat dann
365 Tage Namenstag bei uns. Insofern, damit muss man sich abfinden. Jeder sieht es ein, dass es nicht mehr so weitergeht. Ich meine, die Ausgaben der Krankenversicherung sind dreimal so schnell gestiegen wie die Löhne. Wenn wir da nicht gebremst hätten, was wäre eigentlich passiert, wenn... Was wäre eigentlich passiert? Ich merke gerade, dass Sie eine Ansprache an Ihr Volk halten. Ja, doch. Ich. Aber das ist im anderen Programm, in der Tagesschau gerade. Ja, aber läuft das schon. Aber ich will es gern doch noch mal sagen. Lass mich nur das eine noch. Ja. Was wäre passiert, wenn 30% Rentenversicherungsbeitrag, 30% Krankenversicherungsbeitrag, 10% Arbeitslosenversicherungsbeitrag, was wäre dann für den Einzelnen noch übrig geblieben? Nichts und ein Aufschrei der Empörung. Genau. Und um diesen Aufschrei zu verhindern, ertrage ich lieber jetzt etwas. Und heute haben Sie auch ein Erfolgserlebnis gehabt vor der Bundespressekonferenz. Die ganz große Koalition aus SPD, CDU, FDP, sogar die CSU saß ganz brav mit am Tisch, weil das große Rentenpaket jetzt geschnürt worden ist. Im Jahr 2021 gehe ich in Rente. Ich fiebere diesem Zeitpunkt schon entgegen. Am 31. eines jeden Monats zahle ich meine Beiträge bei der BFA. Am 1. holt die ein Großvater dann ab. Das ist auch in Ordnung so. Nur, wenn ich dann mal der Großvater bin, wer zahlt denn dann am 31. ein, dass ich dann am 1. im Jahr 2021 abholen kann? Ja, je weniger Kinder geboren werden, umso mehr müssen die Aktiven Beitrag bezahlen, also die Arbeitnehmer. Und damit wir das auf alle Schultern verteilen, dann können die Renten nicht mehr so schnell steigen wie in der Vergangenheit. Aber keine Rente wird gekürzt und der Bund muss auch mehr Geld dazugeben. Also wir verteilen es auf drei Schultern. Sie empfehlen bei Damen und Herren Nachtarbeit, sozusagen. Welche Arbeit? Also brauchen wir Kinder wieder. Aber nicht nur der Rentenversicherung wegen, sondern weil es überhaupt schöner ist. Eine Welt mit Kindern ist schöner. Ach so, ich dachte, Sie meinen jetzt nachts. Ist auch schön. Also, das ist vielleicht nicht Gegenstand der Sozialpolitik. Ist auch richtig. Noch nicht, Gott sei Dank. Ja. Was mich auch viele gefragt haben, fragt den Norbert Blüm doch mal, ob seine Brille eine Kassenbrille ist. Das ist eine Kassenbrille und ich sehe sehr gut durch. Besser eine Kassenbrille vor den Augen als ein Brett vorm Kopf. Das hat er schön gesagt. Prima. Dann schlage ich vor, dass wir uns noch mal Gedanken machen, auch Sie persönlich, wen Sie von den Sechsen sozusagen als Ihren Doppelgänger akzeptieren würden. Wir kommen noch dazu. Und haben aber vorher einen Weltstar, den glaube ich sogar Sie kennen. Nee, machen wir erst den Ted? Gut, machen wir es sofort. Kommen Sie einfach mit mir mit. Und wir schauen uns jetzt mal an. Das sind also die entsprechenden Herren. Alles meine Brüder. Und ehe er schon mal durchgeht, schlage ich vor, dass wir Ihnen alle sechs noch einmal zeigen. Herr Minister, kommen Sie einfach neben mich. Da. Und jetzt müssen wir nämlich Original und Fälschung machen. Sie dürfen, ohne dass Sie reden, kommen Sie ein Stückchen hier hin, weil wir müssen es genau jetzt aufzeichnen. Sie schauen in diese Kamera, starren Blicks. Und Sie schauen jeweils in diese, die da leuchtet. Und jetzt geht es los. Wenn Sie der Ansicht sind, unser Kandidat Nummer 1 sieht dem Echten, das ist der hier, am ähnlichsten, dann rufen Sie an 018 19 00 11. In Berlin wäre das die 191 11. Wenn Sie der Ansicht sind, Kandidat Nummer 2, der kommt dem Original am nächsten, dann nehmen Sie die Nummer 018 19 00 12. Unser Norbert Blüm Nummer 3 hat die 018 19 00 13. Sie lächeln zu viel, Sie lächeln mehr als Ihre Kopien. Die lachen auch. Nummer 4, 018 19 00 14. Blüm Nummer 5. 018 19 00 15 und 018 19 00 16. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, aber noch nicht vorsagen? Ach, zwischen Brüdern kann man es doch schlecht tun. Wir wollen jetzt wissen, wer sieht Norbert Blüm am ähnlichsten? Die Wahl fällt schwer. Wie haben Sie entschieden? Unser Ted müsste da sein, da sind alle sechs. Oh, und Nummer 3. Und Nummer 6, 5 und 3 sind draußen. Beste Chancen haben Nummer 1
und Nummer 2. Zwischen den beiden wird sich das entscheiden. Und unser, ja Wahnsinn, der Herr Löll, Johann Löll, füllt mit weitem Vorsprung und hat, wenn wir es in Prozenten ausrechnen, da bleibt er überhaupt noch mal stehen. Der so wie Sie in der Bundestagswahl. 60,2%, das sind CSU-Ergebnisse. Herzlichen Glückwunsch, Herr Löll. Und Sie sind ja auch genau derjenige gewesen, der an Ihnen sogar schon mal geschrieben hat. Also Sie haben sozusagen, bei Ihnen wird doch immer Freibier gebrüllt, wenn Sie irgendwo reingehen. Der Arbeitsminister kommt. Eigentlich ja, eigentlich müssen schon rund hier ausgemischt im Wert sein. Was geben Sie aus? Wir trinken in Bonn ein Freibier. Ja. Ja. Kommen Sie, besichtigen Sie den Arbeitsplatz. Vielleicht gehen wir im Bundeshaus-Restaurant essen und dann wollen wir sehen, ob die Abgeordneten uns verwechseln. Ob die uns verwechseln. Sie mich einladen, jederzeit. Ja. Ich habe in der Bundeskantine auch mal 2 Jahre gegessen. Da ist zu warnen, partiell. Sie sehen, uns kann nichts passieren. Genau, der Blümbauch, der wird dann. Der nimmt dann ab. Danke Ihnen beiden. Ja, da sorgen wir dafür. Der kommt uns nicht aus. Brauchen Sie keine Angst haben. Im Fernsehen wird viel gelogen, aber er ist dran. Da muss er dran.